Moin, Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal. Willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Und die Titanic ist nicht am Sinken, sie ist erstmal am Aufbauen. Nachdem die letzte Lieferung ja ein bisschen auf sich warten lassen hat, aus mehrerlei Gründen hier, ne, aus diesem stabilen Grund, das ist auch einer, ging es diesmal mit der nächsten Lieferung, zumindest bei mir ist es so, etwas schneller. Die Bauphasen 96 bis 99 sind eingetroffen und ich habe mit Absicht hier nur den Rumpf stehen, weil wir werden heute, was heißt nur, wir werden heute Stahlschiffbau betreiben, aber nicht mit Schweißgerät und Brenner und hast du nicht gesehen und dicken fetten Hammer und so weiter und so fort. Nein, alles mit einem Schraubenträger und einem Imbusschlüssel. In der Bauphase 96 bekommen wir Folgendes geliefert. Und zwar, da müsste ich das auch erstmal hier hingeblättert bekommen, einen nächsten Kielabschnitt sowie IM-Schrauben. Also ich habe hier eine Menge Schrauben bekommen. Hier. Eine Menge IM-Schrauben. Und hier ist das Teil. Und dieses Teil kommt an unser, jetzt muss ich erstmal schauen, auf welcher Seite. Ah, wir haben hier zwei Nupsis drauf, aber das zeige ich natürlich gleich von nah an. Und da kommt der nächste Kielabschnitt ran. Und zwar so, dann haben wir einen riesen langen Boden. Das machen wir gleich zusammen auf meinen Basteltisch. Das heißt, kommt mal rauf auf meinen Bastentisch, Schraubenträger raus, wir legen los. Und nun geht das los hier. Hier haben wir so einen Imbusschlüssel, Schraubenträger und einen Schraubenträger-Imbusschlüssel. Und mal gucken, was wir wann und wie brauchen. Hier sind die IM-Schrauben und da gehe ich mal von aus, dass wir davon gleich welche brauchen werden. Dann holen wir gleich mal ein paar raus. Wir nehmen auch etwas Schneidöl. Und dann, ja, wie gesagt, hier haben wir den Kielabschnitt und wir brauchen IM-Schrauben, die Sie mit Ausgabe 95 erhalten haben. Ich habe aber hier sind die ganzen Schrauben noch aus 95 und Co. Jetzt habe ich die von der 96 genommen, aber IM bleibt IM. So, dann packen wir das mal hier rauf und Schraube rein. Oh, das ist aber schon schön fest. So, dann machen wir das mit den nächsten beiden selbstverfreilich auch. Wir werden wohl heute sehr viel schrauben. Ah, jetzt habt ihr die Bauanleitung schon gesehen hier, ne? Dass wir hier, ja, da wird noch ein bisschen mehr passieren hier. So. Ich werde mal sehen, dass ich mir hier die Schrauben alle so ein bisschen beiseite packe. Und die anderen Sachen, so. Das wird nachher gleich mal sehen, wie wir das Ganze tun. Und zwar werden wir dieses jetzt mit unserem Rumpf verbinden. Und das heißt, mal die Bauanleitung etwas beiseite packen. Dann holen wir uns mal das Ungetüm hierher und ja, eigentlich kann ich das ja jetzt über Kopf sogar packen. Wir müssen hier nur aufpassen, dass wir den vorderen Bereich nirgendwo, dass wir das nirgendwo rauflegen, nicht dass wir uns irgendwas kaputt machen. Da habe ich hier noch was drin. Achso, nee, das ist nur die Kabelitis, was hier drin rumsträuchert. So, hier haben wir dann das Ganze und wir werden jetzt dann hier überall auf die Löcher den Unterboden packen. Und das einmal komplett. Oh, wie kann ich es am besten zeigen? Ich mache hier gar nicht anfassen,
weil nicht, dass das nachher alles wieder auseinander geht. Hier, einmal komplett. So, jetzt sollen wir das Ganze, wie sollen wir das jetzt anschrauben? Das heißt, wir müssen das Ganze ja dann umdrehen. Genau. Vielleicht hätte man das auch gleich. Und alles mit IM-Schrauben. Ich sag's euch, alles mit IM-Schrauben. Die Frage ist jetzt, das kriege ich ja jetzt so nicht zusammengehalten. Komm, wir machen mal hier Klemmen ran. Vielleicht reicht, geht das ja. Ja, nee, das geht nicht. Das fällt hier dann auch ab. Das ist Quatsch. So, wir versuchen das mal umzudrehen. Das dabei festzuhalten. Och, das geht. Und jetzt können wir hier innen drin reinschauen. Hier bis hier hinten. Und jetzt machen wir Folgendes. Und zwar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Schrauben werden wir jetzt verschrauben. Ihr braucht keine Angst haben. Ich zeige jetzt nicht alle 21. Und ich mache jetzt auch keinen Zeitraffer. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe ganz, ganz, ganz früher mal Zeitraffer-Videos auch gemacht. Ich glaube, ich würde sagen, das guckt sich doch keiner an. Wenn man was nämlich sehen will, kannst du es da nämlich gar nicht. So, jetzt haben wir die IM-Schrauben schon einmal verarbeitet. Das sind keine IM-Schrauben, die sind nämlich, die haben Plastikgewinde, das ist, sind nämlich IP. Ach so, da waren dann IP-Schrauben dabei, weil der ursprünglich hier, das waren ja mal, das war ja mal aus Plastik gedacht und deswegen gab es ja die letzte Lieferung etwas später und deswegen brauchen wir IM-Schrauben. So, jetzt habe ich zwei schon drinne. Wir machen mal immer so hin und her, also ein bisschen verteilen die Schrauben, dass wir nach und nach, also dass wir das Gesamte dann alles fest bekommen. So, ich werde jetzt nach dieser Schraube werde ich dann einen Cut machen. Und werde erstmal alle Schrauben befestigen und dann sehen wir uns nach der zur nächsten Lieferung, nach der letzten Schraube sehen wir uns dann wieder. Bis gleich! Jo! Einmal nochmal zeigen von unten, einmal nochmal von unten zeigen. Eieieiei. Fett, fett, fett. So, wir machen 8 dann weiter, deswegen habe ich das mal so hingestellt. Das, jetzt kann ich hingucken. Jetzt kann ich hingucken, wie ich dann anschrauben kann. Ihr nicht ganz so. Wir bekommen nämlich ein weiteres Außenhautteil und hier auch schon zu sehen mit einer Wellenöffnung, weil wir befinden uns ja hier schon im ziemlich weit achteren, sprich hinteren Bereich. Und dieses Bauteil kommt jetzt hier ran, über die beiden Schrauben, so, Aufnahmen. Aber ich muss euch was zeigen und das finde ich ja richtig klasse und richtig geil. Hallo Aschat, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr, ich hoffe, dass es daran liegt, dass ihr bei uns mit zuhört, wenn wir die Modelle bauen. Der nächste Rumpfabschnitt für die Backbordseite. Ja, so wie richtig gesagt, einwandfrei. Das freut mich richtig. Aschat, ich bin riesig stolz auf euch. Einwandfrei. So, dieses Außenhautteil von der Backbordseite wird mit LM-Schrauben, die mitgeliefert wurden, das sind Imbusschrauben, deswegen habe ich hier auch schon jetzt einen anderen Schraubenträger, wird das dann angeschraubt. So, jetzt kommen wir hier nämlich noch, mit dem langen Bauteil noch ran. Vielleicht kommen wir hier nachher später auf der anderen Seite durch diese Außenhautöffnung
auch noch ran. So, ich muss halt jetzt mit links machen. Im Plattdeutschen sagt man, ne, linke Pot schlocken die tot. Und ja, wie auch immer, das geht jetzt immer noch mit dem großen Shroom-Trigger. So. Und wir sehen, der Stahlschiffbau hier heute, der funktioniert. Kriege ich dann auch jetzt Überstunden bezahlt, weil ich hier Stahlschiffbau mache? Die Frage für einen Freund. So, hier wird dann angegeben, dass man das Ganze dann mit einem Imbusschlüssel macht. So, das war die Bauphase 97. Die 98 folgt gleich. Die packen wir dann hier mal aus. Gleich zusammen. Weil ich habe ja schon mal ein bisschen vorgeluschert. Es gibt LM-Schrauben und es gibt weiteres Metall. Und zwar hier ein weiteres Außenhautteil. Ja, mal sehen, was hier drin steht. Mal sehen, was hier drin steht. Ein oberer Rumpfabschnitt für die Backbordseite. Yippie! Ich finde das klasse. Ich finde das klasse. So, jetzt wird hier kurz gezeigt, dass wir anfangen sollen mit so einfügen. Weil hier haben wir ja auch Nupsis dran, die dann hier rein müssen. Also das ist, und die Seite muss hier rein. Also müssen wir, hier können wir ja noch ein bisschen abbiegen. So, dann können wir das nämlich da rein friemeln und dann hier die Schrauben rausholen. So, ungeschnitten, ungekürzt werden wir dann mal die 5 Schrauben reindrehen. Weil ich möchte jetzt keinen Schnitt nochmal, keinen Cut machen. Nur noch einen in diesem Video. Weil das nächste wird auch nochmal sehr metallisch. So. Nicht vergessen, also ich mache es jedenfalls, ich vergesse es nicht. Oder will es nicht vergessen, dass man immer Schneidöl verwendet. Auch wenn hier schon Gewinde geschnitten sind. Ich möchte das lieber so machen, auf Nummer sicher gehen. Und hier, dadurch, dass hier Gewinde drin sind, ist es natürlich schon mal viel, viel, viel einfacher. In der Vergangenheit gab es ja mal Modelle, wo kein Gewinde geschnitten drin ist. Aber hier geht das wie geschnitten Brot. Und wir haben das Modell um weitere viele Zentimeter verlängert. Und mal ein bisschen Kraft aufwenden. Ja. Einmal frei. So, eine übrig gebliebene Schraube wieder. Können wir die noch sehen? Ganz am Rand. So. Einmal frei. So, jetzt ist das hier auch nicht mehr so lose. Ne? Hier war ja bei der Öffnung, das war ja alles noch ein bisschen lose. Ja, so sieht das denn aus. Und hier auch. Ne? Hier. Ha! Sieht gleich aus. Einmal frei. So, Bauphase 99. So, wir schneiden den Karton auf. Wir klappen ihn auf. Wir sehen LM-Schrauben. Wir merken ein schweres Bauteil in der Tüte. Und zwar hier. Wir können es schon erkennen, weil wir das schon mal gesehen haben.
Wir haben das schon mal gesehen. Jo, sie können auch Steuerbord. Achette kann auch Steuerbord. Ein weiterer Steuerbordrumpfabschnitt. Und hier können wir dann auch sehen, auch hier von hier achtern, jetzt das gegenüberliegende Bauteil, auch mit dem Wellenauslass. Ja. Und das schrauben wir dann mal gleich 1 fix 3 an. Jetzt könnt ihr das mal von der anderen Seite betrachten. Ich drehe das jetzt nicht um. Ich muss hier nur die richtige Position treffen. Also nicht erst unten reinmachen, sondern erst oben, dann unten, dann flutscht das rein. Hier an dieser Kante gehen wir auch vorbei. LM-Schrauben! Das sind keine Leck-mich-Schrauben, ne? Also. So, ich versuche mal hier durch. Durch die Außenhautpforte. Das wird nicht ganz gerade. Das wird nicht gerade. Kriegen wir die Schraube nicht gerade reingedreht. Das geht nicht. Da müssen wir erst einmal mit den Imbus tätig werden. Habe ich den falschen? Ich hatte den falschen. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja gar nicht. Dann müssen wir uns den richtigen suchen. So viele Imbusschlüssel. So, jetzt haben wir den richtigen. Ich mache mir hier ein Magnet dran, damit der Imbusschlüssel auch magnetisch ist. So, drehen wir ihn erstmal ein Stückchen rein. Ihr seht schon, das geht damit dann ein bisschen langsamer, ne? Also ich habe noch nichts getroffen. Der ging noch nicht rein. So, das hätten wir. Machen wir den zweiten auch. Dass die erstmal ein Stück drin sind. Dann probiere ich noch mal von hier mit dem langen Schlüssel. Nee, das funktioniert nicht. Wenn der nicht richtig drin sitzt, dann dreht sich das nicht. Dann machen wir das lieber jetzt mit dem, dass wir das hier ordentlich auch ordentlich hinbekommen. Ja, wenn man jetzt hier so den langen Hebel benutzt, geht das auch einfach und können wir auch eine große Wegstrecke überbrücken. Das dauert eben seine Zeit, ne? So, bitte, einmal musst du noch. Das ist nämlich noch nicht fest. Oh, jetzt merkt man das. Oh, das geht schwerer. Gut, dann können wir uns der unteren widmen. Tja, ich hätte jetzt ja noch eine Idee mit einer Knarre. So einen kleinen Imbus habe ich nicht. Eine kleine Knarre habe ich, aber nicht so einen kleinen Imbus. Also machen wir das so, auf herkömmliche Weise. Einmal muss er noch, bitte. Er muss noch einmal. So, jetzt habe ich ihn zu fassen. So, gucken. Ne, muss noch einmal. Wackelt noch ein bisschen. Oh, jetzt geht's schwer. Jetzt geht's schwer. Denkt da dran, nach fest kommt lose, nach lose kommt ab. Ja, einmal frei.
dann haben wir das fertig und wir sehen, wir kommen hier auch schon dicht zusammen. Wir können ja mal, wenn ich jetzt einen Zollstock hätte, eine Messung machen, wie lang das Ganze jetzt ist. Wir fangen mal hier hinten an und sehen, wir sind bei 1,17 Meter knapp ungefähr. Meine Güte, das ist aber doch, ich weiß gar nicht, wie ich das bin. Ja, das muss ich dann so zeigen. Mit dieser Kamera. Mit dieser Kamera. Und ja, siehst du wohl, das waren die Bauschritte schon mal bis 99. Wir können noch mal schauen, was in der 100 kommt. Nach der 10. Dekade, da kommt ein oberer Steuerbord, Rumpfabschnitt und Schrauben. Das heißt, da kommt in Bauphase 100 dann hier ein Bauteil. Vielleicht machen wir dann hier noch hier hinten ein bisschen weiter, dass wir dann erst einmal den Rumpf fertig machen können. Dann müssen wir ja irgendwann mal hier drinnen die Maschine einbauen, dass wir hier auch dann reinschauen können zur Maschine. Dann brauchen wir hier natürlich noch Querstreben, so wie wir das hier haben. Hier, die eine kann ich euch hier gerade zeigen, an der oberen Bildkante. Fehlen nämlich hier jetzt schon, kann man jetzt schon sehen, dass 1, 2, 3, 4 Stück noch reinkommen, aber sicherlich kommt erst hier die Maschinenkammer rein. Gut, das waren die Bauphasen 95 bis 99. Habe ich 95 gesagt oder waren das 96? Von 96 bis 99. Ja, liebe Leute, guckt euch diesen Trümmer an. Ne? Fängt von hier an, geht bis da, wird nachher ja sicherlich so gehen über den gesamten Tisch. Dann ja, sollte ich mich mal lieber verkrümeln aus dem Bild, damit man die Titanic komplett sehen kann. Ja, liebe Leute, der Stahlschiffbau ist für heute beendet. Ja, gibt Überstunden, war auf dem Samstag, ne? Dann gibt dann Überstunden 25% Zuschläge, wunderbar, freue ich mich, lasse ich mir eintragen von meinem Vorarbeiter. Liebe Leute, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, das tut auf jeden Fall gerne wieder, bleibt weiter neugierig, schaut wieder rein, passt auf euch auf, das Wichtigste natürlich, bleibt gesund, mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal wieder in und Aschert, hallo, Dankeschön, Backbord und Steuerbord, ich bin stolz auf euch, Dankeschön.